Nicht weit von der Hauptstadt entfernt stand am Rand einer kleinen Ortschaft ein schöner, großer alter Herrenhof mit dicken Mauern, Türmen und gezackten Giebeln. Hier wohnten, allerdings nur in der Sommerzeit, reiche, hochadlige Herrschaften. Ihr Herrenhof galt als der beste und schönste von allen Herrenhöfen im ganzen Land. Vor dem Hof breitete sich ein tiefgrüner, kurzgeschorener Rasenteppich aus, umgeben von Rot- und Weißdornbüschen. In den weitläufigen Gärten hinter dem Herrenhof gab es seltene Blumen, sowohl auf den weiträumigen Freilandbeeten als auch in einem zum Anwesen gehörenden, überaus geräumigen Treibhaus. Jedem Blumen- und Pflanzenfreund bereitete es eine große Lust, die üppigen Blumen, gepflegten Obst- und ertragreichen Gemüsegärten zu betrachten, die rings um das Treibhaus angelegt waren. Für sämtliche anfallenden Gartenarbeiten hatten die Herrschaften einen tüchtigen Gärtner angestellt. Die Herrschaften ließen ihm, was die Planung und Pflege der Gärten anging, völlig freie Hand. Hinter den kultivierten Gärten war noch ein Rest von dem ursprünglichen alten Garten des Herrenhofes vorhanden, mit einigen Buchsbaumhecken, die so beschnitten waren, dass sie Kronen und Pyramiden bildeten. Die schon etwas altersschwachen Hecken gruppierten sich um zwei mächtige alte Bäume, die fast immer kahl waren und so aussahen, als wenn man sie mit großen Mistklumpen bestreut hätte. Wenn man aber genauer hinsah, konnte man erkennen, dass jeder dieser Klumpen ein Vogelnest war. In den Nestern wohnte seit undenklichen Zeiten ein Gewimmel krächzender Raben und Krähen. Es war ein ganzes Vogeldorf und der Gärtner schlug seinen Herrschaften immer wieder vor, die alten Bäume fällen zu lassen. Sie sähen nicht gut aus und wenn sie fortkämen, würde man vermutlich auch von den schreienden Vögeln befreit, die sich dann woanders ihre Nester bauen müssten. Aber die Herrschaften wollten weder die Bäume noch das Vogelgewimmel los sein. Mit den Vögeln blieb etwas aus der alten Zeit erhalten und das wollte man auf gar keinen Fall auslöschen. Und die Bäume sind nun einmal die Heimat der Vögel, meinten die Herrschaften. Wir wollen sie nicht von dort vertreiben, Larsen. Larsen, so hieß der Gärtner. Aber das hat hier nichts weiter zu bedeuten. Larsen verbeugte sich vor seinen Herrschaften und tat damit kund, dass er die Anweisungen verstanden und akzeptiert hatte. Er konnte sie zwar einerseits nicht nachvollziehen, war aber andererseits genug damit beschäftigt, den übrigen Teil des Gartens zu bewirtschaften, zu pflegen und zu warten. Er züchtete mit Eifer und Tüchtigkeit viele verschiedene Obstsorten und er wusste, dass seine Arbeit von den Herrschaften anerkannt wurde. Einmal, da wurden die Herrschaften zu einem sommerlichen Brunch eingeladen, den der dänische König für ganz besonders verdienstvolle Untertanen in seinem königlichen Schloss veranstaltete. Am Abend darauf wurde der Gärtner zu seinen Herrschaften zitiert. Sie hatten nämlich bei dem königlichen Brunch Melonen bekommen, so saftig und wohlschmeckend wie noch niemals zuvor. Sie müssen unbedingt den königlichen Hofgärtner kontaktieren lassen und für unseren Garten einige Kerne zur Aufzucht dieser köstlichen Melonensorte beschaffen. Nun, das wird nicht nötig sein, meinte der Gärtner, ohne eine Miene zu verziehen. Wie das? Die Herrschaften schauten sich mit leichter Entrüstung an. Larsen! Noch nie hatten sie aus dem Mund ihres Gärtners auch nur den leisesten Widerspruch zu hören bekommen. Die Melonen, fuhr der Gärtner unbeeindruckt fort, die ihre Gnaden am gestrigen Tage zum königlichen Brunch genossen haben, stammen aus dem Garten von ihre Gnaden. Larsen! Staunten die Herrschaften. Und wie kommen unsere Melonen auf den Tisch des Königs? Die Erklärung war einfach. Der königliche Schlossgärtner hatte in diesem Jahr kein Glück mit seinen Melonen gehabt, alle waren sie verfault. Und als er dann bei einem Treffen der hochherrschaftlichen Gärtnervereinigung von Larsen erfuhr, wie prächtig die Melonen der Herrschaften standen, da bestellte er bei Larsen eine ganze Wagenladung für das Sonntagsbrunch im königlichen Schloss. Die Herrschaften waren tief beeindruckt. Larsen!
Soll das etwa heißen, dass gestern beim König alle Welt unsere Melonen gespeist hat? Das war wirklich eine Überraschung für die Herrschaften. Sie machten die Geschichte sofort publik und es dauerte nicht lange, da trafen aus dem ganzen Land, ja sogar aus Übersee, jede Menge Bestellungen von Kernen der herrschaftlichen Melonen ein. Und überall wuchsen und gediehen die Melonen prächtig. Man nannte sie nach dem Namen der Herrschaften, der dadurch in aller Welt bekannt und hoch geachtet wurde. Larsen, der Gärtner, war sehr stolz. Er gewöhnte sich einen mehr als aufrechten Gang an und hatte immer häufiger einen schon fast herrschaftlichen Ausdruck in seinem Blick. Ich denke, wir werden ein Auge auf unseren Gärtner werfen müssen, meinten die Herrschaften. Er scheint eine gar zu große Meinung von sich selbst zu bekommen und sich für etwas Besseres zu halten. Fast möchte man meinen, er glaube schon, er sei nun einer von uns. Aber diese Gefahr bestand bei Larsen ganz und gar nicht. Sein Ehrgeiz richtete sich nur auf seine Arbeit als Gärtner. Er träumte nur davon, zum besten Gärtner des Landes gekürt zu werden. Und so verbrachte er noch mehr Zeit in den herrschaftlichen Gewächshäusern und Gärten und arbeitete täglich vom frühen Morgen bis zum Sonnenuntergang. Mit Erfolg. Immer öfter bekam er zu hören, dass die Früchte, die er gezüchtet und kultiviert hatte, überall mit Abstand die besten seien. Alle anderen Arten und Sorten konnten Larsens Gewächsen bei weitem nicht das Wasser reichen. Nur seine Erdbeeren waren zwar durchaus schmackhaft, konnten aber nicht als vortrefflich als die der Konkurrenz bezeichnet werden. Und als dann seine Rettiche von einer unbekannten Pilzkrankheit heimgesucht wurden und kümmerlich verfaulten, da sprach alle Welt nur eben von diesem Missgeschick und verlor kein Wort von all dem anderen Guten, das Larsen in den herrschaftlichen Gärten zustande gebracht hatte. Die Herrschaften dagegen waren regelrecht erleichtert, dass ihr Gärtner auch einmal nicht erfolgreich war und sie ihn ob seines Misserfolges schärfstens tadeln konnten. Larsen baute aber nicht nur mit großem Erfolg Gemüse und Obst an. Er war auch ein überaus versierter Experte, was die Blumenzucht anging. Jeden Tag brachte der Gärtner frische Blumen in das Herrenhaus, wo sie von den Mägden nach seinen Vorschlägen sehr dekorativ zu großen Sträußen weiterverarbeitet wurden. Ohne Zweifel. Sie haben Geschmack, Larsen. Aber bilden Sie sich nichts ein. Dafür können Sie nicht, sagten die Herrschaften. Geschmack ist eine Gabe, die Ihnen der liebe Herrgott geschenkt hat und die Sie nicht aus sich selbst haben. Obwohl Larsen genau verstand, was die Herrschaften ihm damit sagen wollten, verzog er auch diesmal keine Miene. Eines Tages hatte er eine große, mit Wasser gefüllte Kristallschale ins Herrenhaus gebracht, in der ein Seerosenblatt lag. Darauf war, mit dem langen, dicken Stiel im Wasser, eine strahlend blaue Blume gelegt, groß wie eine Sonnenblume. Erst später, als Larsen schon wieder in seinen Garten zurückgekehrt war, betrachteten die Herrschaften die außergewöhnliche Blüte. Das muss ein Lotus sein, riefen die Herrschaften voller Entzückung aus. Ein Lotus von Hindustan? Eine solche Blüte hatten sie noch niemals zuvor gesehen. Sie wurde am Tage in den Sonnenschein und am Abend ins Lampenlicht gestellt. Und jeder, der sie sah, fand sie besonders schön und lauschte beeindruckt den Erklärungen der Herrschaften, die besagten, dass es sich um einen ganz seltenen Lotus aus Hindustan handelte. Und als am nächsten Tag eine der dänischen Prinzessinnen den Herrschaften einen Überraschungsbesuch abstattete,
blieb auch sie staunend vor der wunderschönen Blume in der Kristallschale stehen und betrachtete sie versonnen. Die Herrschaften sahen es als eine Ehre an, ihr die Blume zu überreichen, und so gelangte die Blume im Gefolge der Prinzessin aufs königliche Schloss. Schon am nächsten Tag bedauerten die Herrschaften, dass sie die schöne Blume weggegeben hatten. Sie riefen ihren Gärtner und beauftragten ihn noch einmal, so eine schöne blaue Lotusblüte zu besorgen. Larsen verstand nicht sofort, welche Blume sie meinten. Nun, eben den Lotus, wiederholten die Herrschaften ein wenig irritiert. Sie waren es nicht gewohnt, dass Larsen offensichtlich nicht ganz bei der Sache war. Und als er dann auch noch mit leichten Falten auf der Stirn nachfragte, von welchem Lotus die Herrschaften sprächen, glaubten diese wiederum ihren Ohren nicht zu trauen. Ungehalten erklärten sie mit leicht erhobener Stimme: Den Lotus, nun, den wir gestern der Prinzessin zum Geschenk machten. Den sie uns gebracht haben, mit dem Seerosenblatt im Wasser schwimmend. Nun, wie soll ich sagen, wenn Ihre Gnaden die blaue Blüte in der Kristallschale meinen, nun... Larsen fühlte sich nicht wohl in seiner Haut. Das war kein Lotus. Es war nur eine geringe Blume aus dem Gemüsegarten. Die Herrschaften waren bestürzt. Aber nicht wahr, sie ist sehr hübsch. Ich finde, sie hat durchaus ein wenig Ähnlichkeit mit einer Kaktusblüte und ist doch nur die Blüte einer Artischocke. Larsen, wollen Sie uns vor der jungen Prinzessin bloßstellen? Um Himmels Willen, wie stehen wir denn jetzt da? Sie sah die Blume bei uns, fand sie so schön, sie kannte sie nicht. Sie fragte uns, die wir nun wirklich außergewöhnlich bewandert sind in der Botanik. Und da stellen Sie uns ein Gemüse ins Zimmer? Das macht uns ja lächerlich. Die Herrschaften überlegten her und hin. Allein, es half nichts. Sie mussten sich bei der Prinzessin entschuldigen und ihr erklären, dass die schöne blaue Blume aus einem Gemüsegarten stammte und nur ein Küchenkraut sei, das der Gärtner hingestellt habe. Aber er habe dafür bereits eine ernste Zurechtweisung und eine empfindliche Abmahnung erhalten. Die Prinzessin besaß allerdings ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. In ihren Augen hatte Larsen nichts Schlimmes getan. Er hatte lediglich die Aufmerksamkeit aller auf eine Prachtblume gelenkt, der man bis dato keine Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Deshalb ordnete sie an, dass man ihr ab sofort tagtäglich eine von diesen wunderschönen Blumen zu bringen habe, so lange wie die Artischocken Blüten tragen. Und was eine Prinzessin anordnet, das muss natürlich genauso geschehen. Die Herrschaften ließen den Gärtner rufen und teilten ihm in versöhnlichem Tonfall mit, dass er ab sofort jeden Tag eine frische Artischockenblüte ins königliche Schloss zu liefern habe. Und dann bekam der Gärtner ein dickes Lob. Wenn man ihn lobt, das hat der Larsen gern, sagten die Herrschaften. Er ist wie ein verwöhntes Kind. Im Herbst wütete ein entsetzlicher Sturm. Stundenlang brauste er übers Land, so gewaltig, dass überall die größten Bäume samt ihren Wurzeln aus der Erde gerissen wurden. Zum großen Kummer der Herrschaften, allerdings zur Freude des Gärtners, denn auch die beiden